Ja, hallo Leute, hier wieder euer Thorsten mit Let's Play, ja, Bioshock Nummer 2 angezockt und wir sind hier unterwegs als Big Daddy und müssen da jetzt, kurz einmal in diesen Raum und Eve-Spritze, was ist das? Gucken wir mal, ja, eine Eve-Spritze füllt deinen Eve-Balken vollständig auf, unabhängig vom momentanen Stand, damit du deine aktiven Plasmide einsetzen kannst. Dein aktueller Eve-Vorrat wird neben dem blauen Eve-Balken in den linken Bipapo und so weiter. Okay, sobald du Zugang zu den Plasmid- und Waffenradial-Menüs hast, kannst du deine Eve-Spritzen auch über sie einsetzen. Halte links back und so weiter und so fort. Okay, ich nachladen. Dann nehmen wir das Zeug gleich einmal. Wir müssen da einen Elektrobolt haben. Geht zum Plasmid, E-Spritzen erhalten und so weiter. Wenn ihr das Eve ausgebt, benutzt du die Spritze automatisch. Ja, Plasmide sind ja extrem angesagt hier. Und Lamp sieht alles. Gnädigste, ja. Dadurch suchen wir das Zeug. Registrierkasse. Nehmen an, ohne Geld, ohne Moos, nichts los. Auch hier, wie auch immer, bei jedem Spiel, da haben wir die hellsten Köpfe von Rapture. Ist sie nicht da hinten? Lamp? Ist es Lamp? Ja, okay, das ist sie. Man muss sich da schon ein wenig einlesen, weil ich kenne ja die Story nicht. Ich habe jetzt kurz einmal nachgelesen, was da so ist. Ja, die Geschichte ist nicht schlecht. Ein Freigeist versucht unter der Meeresoberfläche am Grund des Meeres eine neue Gesellschaft zu gründen. Ja? Das ging nämlich voll in die Hose, weil jeder so ein Egoistenschwein war. Dispender. Aha. Eve Dispender. Was ist das? Kurz mal nachgeschaut. Spender wurden in bestimmten Regionen Raptures aufgestellt, um bei alltäglichen Aufgaben zu helfen. Sie enthalten diverse Hilfsmittel. Nutze sie, um dich bei Bedarf aufzurüsten. Gut so. Ah! Ein Spritzerl. Holen wir uns ein wenig Methadon, Leute. Ja, kommt so cool. Wie oft geht denn das Zeug jetzt? Wir nehmen dann mit, was nur geht, ne? Klar. Ah, was das? Ah, geht noch einmal. So? Noch einmal, das ist ja unendlich, ja? Aha, Maximum erreicht. Eve-Spritze. Okay, mehr können wir da gar nicht nehmen. Nur gut, da unterhalb ist nichts drin. Also, dass wir hier schleichen können, ist wahrscheinlich ja ein Hörschmäh. Plasmid in einer Flasche Werbung für Plasmid. Wir gehen da einfach mal. Oh. Vater! Das war Eleanor, ja. Und wir sind ihr Big Daddy, das ist ja mal klar. Ascha untersuchen, aha. Hop-Up-Cola. Gesammelt Hop-Up-Cola 1, ja. Hat keine Auswirkungen auf uns. Was haben wir da? Ja. Kubismus, Treatment Room Nummer 1 und da ist ja unser begehrtes Ziel, Treatment Room Nummer 2, ja, gut so. So, please hurry up, Daddy. Ah, from Eleanor. Mädel, was ist denn da abgegangen? Gatherer's Garden, aha, das müssen wir wahrscheinlich holen, ja? Electrobolt Plasmid nehmen. Ja, hallo Leute, was ist denn da jetzt abgegangen? Wo ist denn die hergekommen und was war denn das überhaupt? War das ein Flashback oder was? Also wir müssen jetzt Eleanor suchen, oder wie? Ja, zuerst müssen wir mal raus da, ne?
Gibt es da noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Aktivieren, irgendwas? Gar nichts. Ne? So, wir schauen mal. Wir können da natürlich die Bolts ja wechseln. Wir haben aber nur einen und hier können wir die Waffen wechseln. Aha. Alles klar. Ja, ich und die Steuerung. Na, immer. Was ist denn da drinnen? Aha. Ja, ich check das ja nicht noch. Egal. Den Raum haben wir noch nicht untersucht hier. You need to slim down. Werbung für Tonicum. Hey, cool. The Ryan Industries Tonic. Ja. Aha, das ist ein Wellnessraum oder was? Ja, okay. Wir steigen ja schon wieder durchs Wasser. Hört ihr das? Wir sind sowas von laut. Das ist hier ganz und gar nicht mehr naturell. Evolution in einer Flasche. Werbung für Plasmid. Ja. Die sind echt abgehoben da. Mit diesen Städtchen. Also da ist gar nichts. Da ist auch nichts. Okay. Hey, oje, oje, was ist denn jetzt passiert? Ist das, was ist denn das für ein Schatten? Ja, schauen wir mal. Na, Frau Leiche, du hast nur Geld dabei und das war's auch schon, ja? Ist die da verbrannt? Ja, höchstwahrscheinlich. Zigaretten rauchen. Probieren wir mal. Durch Rauchen Gesundheit verloren, aber Eve gewonnen. Aha. Okay. Da sollten wir dann ein wenig aufpassen mit dem, was wir zu uns nehmen. Da ist dann... Ja. Gibt es da wieder einen Tipp oder was? Nö. Raum Nummer 2 und wir müssen dann hier zurück. Ja, genau. Okay, die sehen beide gleich aus und da gibt es auch nicht so viel. Ja. Okay. Da noch einmal kurz, ob ich nicht was vergessen habe. Beeil dich bitte, Daddy. Ja, das ist klar. Und hier eine Wumme. Die können wir nicht brauchen. Schmarrn. Gut so. Wir haben da jetzt natürlich einen Auftrag. Aber da gibt es ja noch was zum Nachladen. Wir könnten gleich mal irgendwas putzen. Was könnten wir da putzen? Ja. Da hinten den. Das. So, automatisch nachgeladen, seht ihr. Und da springen wir doch gleich daher und holen uns noch was, ja? So, wir sind voll. Und können jetzt, wir kommen aus keinem Game raus, ohne dass wir irgendwas zaubern können, gell? Elektroblitz, ich bin gespannt, da gibt es wahrscheinlich Feuer und so Zeug auch noch. Tiersteuerung, auf geht's, komm. Aha. Ja, bevor wir da weitermachen, hole ich mir gleich noch ein Stück. Ja, wir sollten, glaube ich, nicht so verschwenderisch sein mit dem Zeug. So, die junge Dame hatten wir schon, ja. A Ducky Splicer, ja. Den hatten wir auch schon. Raffinierte Palmblätter, 16 Goldzähne einer Futurot, 5-mal Sonne. So, und jetzt klopfen wir den. Du bist zu gemein für das gemeine Wohl. Ja, die hauen aber auch ganz schön rein, ja? Seht ihr den Gesundheitsbalken? Ja, wir haben dann eine Eve-Spritze und Bandagen, ja. Okay. Wenn wir da runterspringen, sind wir tot? Ich weiß auch nicht.
wir werden da gleich einmal weiter schauen, ob wir den jetzt noch plündern können da unten. So runterschupfen kommt auch nicht schlecht. Aber irgendwie Duggish Splice, ja? Der hat Frischwasser und Dollars, ja. Okay. Ja, ich denke, das wird einmal, glaube ich, wieder mal Zeit zum Speichern. Wenn wir hier durch die Gegend schauen, irgendwie ist das Bild in der Ferne immer ein wenig trüb oder hat das mit dem Wasser zu tun? Ich weiß es nicht. Aber genau hier machen wir einen Schnitt, Leute. Ich werde kurz mal abspeichern und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir dann die Tür öffnen. Okidoki. Wenn ihr Spaß hattet und am Laufen bleiben wollt, macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt es ihm nicht weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, wenn es da weitergeht in Rapture. Euer Toso. Ciao.